Hey Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Fortnite Live Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr erstmal hergefunden habt. Und ja, ich sag mal so, Freunde, heute ist es auf jeden Fall ein richtig geiles Wetter. Ich bin mit meinen Kindern hier neu in Retail Row eingezogen. Da sehen wir auch vorne sind auch andere Häuser. Hier wohnen richtig viele Leute. Da vorne ist die Müllhalle. Ich kann euch ein bisschen die Stadt mal kurz vorstellen. Meine Kinder, mein Leben. Und dann, ja, Freunde, würde ich sagen, dann war es das auch schon. Und ganz wichtig, falls ihr mit mir zocken wollt oder irgendwie bei einem Video dabei sein wollt, dann macht jetzt ganz wichtig, kommt jetzt auf meinem Discord-Server und schreibt alle euren Epic Games-Namen in die Kommentare rein und lasst auf jeden Fall Basis ein Like da. Das war's auch schon und jetzt ganz viel Spaß, denn meine Kinder sind jetzt hier draußen. Die zocken alle, deswegen, Kinder, was geht? Oh! Hallo. Guten Morgen, Papa. Hallo, Papa. Hallo. Guten Morgen, also, so, Chocolata, hast du gut geschlafen heute? Ja, also ich habe sehr gut geschlafen. Du, Papa? Ja, auch sehr gut, mein Sohn. Das ist Dürim, das ist mein mittlerer Sohn. Also das ist so der fast Jüngste. Und der da mit dem Skateboard hinten, das ist der Allerjüngste. Das ist der Frikadelle. Und ja, auf jeden Fall, ich weiß, meine Kinder haben ein bisschen komische Namen. Aber das liegt halt auch daran, dass die Mutter von denen auch so dumm war und gesagt hat, lass sie unbedingt so nennen. Ich konnte nichts dagegen machen. Ehrlicherweise, Chocolata ist ein geiler Name. Kinder, kommt mal bitte mit, ich habe eine Überraschung für euch. Also, ihr wisst ja, dass ich es liebe, Kriminalfälle zu lösen, ja? Weil ich war früher selber so ein kleiner Dieb und deswegen zeige ich euch jetzt erstmal, welche Bank ich früher ausgeraubt habe, ja? Kommt mal bitte mit, meine Kinder. Und zwar, seht ihr dieses Haus da hinten, oder komm, wir fahren jetzt dahin, Freunde. Ich habe hier ein Mercedes AMG GTS Coupé. Habe ich alles finanziert mit, naja, mit Arbeiten von früher, was jetzt nicht so legal war, aber dieses Auto kann auf jeden Fall was aushalten. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Vorsicht fahren, denn die Fahrbahn ist ein bisschen glatt. Ey! Was ist das, dein Ernst? Hier auf der Fahrbahn geparkt, das kann doch nicht sein. So, Jungs und Mädels. Wir steigen jetzt auf jeden Fall mal aus. Ich stelle euch mal was vor. Chocolata, hör mir genau zu. Frikadelle und Dürüm, schneidet euch eine Scheibe von mir ab. Also, ich habe hier damals diesen Laden ausgeraubt. Mit ein paar Kollegen. Wir haben unsere Waffen gezogen, die Kassiererin bedroht und fast alle getötet. Und wisst ihr, wie viel Geld ich ausgeraubt habe? Ich habe so viel Geld ausgeraubt, dass nicht mal ihr, meine Kinder, und nicht mal eure Kinder das ganze Geld ausgeben könnt. Also, nehmt euch jetzt alles, was ihr zum Essen braucht. Können wir auch ein bisschen einkaufen. Und dann erzähle ich euch beim Frühstück nochmal, wie ihr jetzt euer Leben leben sollt, okay? So, okay, hier haben wir auf jeden Fall Fisch, brauche ich für nachher, nehmen wir mit. Dann haben wir hier noch, boah, hier haben wir Eier, nehmen wir auch mit, richtig lecker. Die Flasche Wein nehme ich auch mit. Ja, Mann, Freunde, man muss halt ehrlicherweise sagen, es ist ein richtig geiles Leben, meinen Kindern und so. Wenn ihr euch fragt, wo die Frau von mir ist, die kleine, oh, ey, Jungs, kommt mit jetzt, ja, wir haben jetzt genug gekauft. Die kleine Dingsbums, ich sag jetzt einfach nichts weiter, hat mich einfach mit einem Polizisten betrogen damals. Und wegen ihr bin ich fast ins Gefängnis gekommen. Kinder, ich weiß, ich wollte euch das nicht sagen, aber ich sag euch das, ihr habt das Recht, das zu erfahren, dass eure Mutter eine richtige kleine Dingsbums ist. Ihr wisst schon. So, meine aber Kinder. Aber Papa, wo ist denn unsere Mama jetzt? Ja, genau. Eure Mama, das kann ich euch nicht sagen, Kinder, Mann. Das, ihr seid noch zu jung dafür. Also, denkt einfach nach, euer Mama ist der Weihnachtsfrau, okay? Die Weihnachtsfrau, okay? Okay. Ja, okay, Papa. Okay. So, Kinder, steigt aus. Hier, geht bitte hier spielen und so ein bisschen. Wir machen jetzt was zu essen für euch. Ja, was auf was habt ihr Bock heute? Was, auf was soll ich für euch kochen? Pizza. Pizza. Ja, dann können wir sehr gerne Pizza machen. Also, spielt jetzt ein bisschen. Ich mache für euch in der Zeit Pizza, ja? So, ja, okay, Freunde, wir sind jetzt wieder zurück nach Hause. Ich mache jetzt für die Kinder ein bisschen Pizza. So, Kühlschrank aufmachen. Ja, ein bisschen Teig. Erstmal den Teig ausrollen. Tomatensoße drüber. So, das passt auch schon. Dann ein bisschen Gewürze und so. Paprika, Champignon, Thunfisch, Zwiebeln, alles drauf. Wir machen eine Pizza. Das ist die Pizza aller Pizzas, weil hier ist alles drauf. Und jetzt stecken wir sie in den Backofen. Die müsste in 20 Minuten fertig sein. Papa, Papa, Polizei ist da. Wie bitte? Die Polizei ist Polizei da? Polizei ist da draußen. Polizei steht vorne. Hallo, alles okay? Ist alles Hallo. Okay? Hier ist die Polizei. Wir müssen sie leider mitnehmen. Wir haben über sie vieles gehört und so. Sie haben eine Bank ausgeraubt. Es gibt Fingerabdrücke und so. Warte, was? Alles.
Das kann nicht sein. Das ist doch bestimmt ein Witz. Ja, ihr Kinder, geht nach Hause, spielt jetzt noch ein bisschen, ja? Ich komm gleich. Papa kommt gleich. Papa. Kommt, lasst mal bitte hier kurz ein bisschen vor meinen Kindern weg. Was ja, meint ihr? Was ist passiert? Sie haben eine Bank ausgeraubt, es gibt Fingerabdrücke, sie können sich dagegen wehren, das wird alles in die Polizei weitergeleitet und ja, was sagen Sie dazu? Warte, ich muss jetzt ins Gefängnis oder was? Ja, natürlich, 10 bis 15 Jahre ungefähr. Och Mann, ey, das kann nicht euer Ernst sein, ich habe gerade eben für meine Kinder Pizza gebacken, Alter, das kann doch nicht sein, dass ich auf einmal ins Gefängnis muss, was ist das für ein Filmwechsel? Jungs, schaut mal, ich sag euch jetzt ehrlich, wie es ist, ihr seid zwei Polizisten, aber... Kommt mir nicht zu nahe, verschwindet hier. Ihr müsst schon die SEK beauftragen, wenn ihr mich mitnehmen wollt. Kinder, nehmt eure Waffen raus, wie ich es euch erklärt habe. Weg hier, Polizei. Schnell, verschwindet. Nein, Kinder, nein, nicht töten, nicht töten. Ach so, sorry. Verschwindet hier, Mann. Drecks-Polizei, Mann. Ha. Okay, Jungs. Chocolata, du hast es richtig gut gemacht. Dürüm und Frikadelle. Ihr seid die besten Kinder auf der ganzen Welt, ja? So, geht jetzt bitte rein und jetzt essen wir erstmal Pizza zusammen und dann machen wir uns auf jeden Fall was Leckeres zu essen. Schau mal, wir haben es der Polizei so richtig gezeigt, Alter. Niemand kann was gegen uns machen. Ich habe euch gesagt, damals, ich habe schon alles ausgeraubt. Ich werde immer noch alles ausrauben und irgendwann mal, ne, meine Kinder, irgendwann mal werdet ihr die größten Mafia-Bosse auf der ganzen Welt, okay? Okay, Papa. So, Kinder, die Pizza ist auch schon fertig. So, hier, bitteschön, jeden ein Stück, lecker. Gönnt euch. Boah. Lecker, und danke. So, Kinder, ich muss kurz in meinem Zimmer, ich mach kurz ein Nickerchen, ja? Das ist die beste Pizza der Welt. So, meine Freunde, es war auf jeden Fall ein stressiger Tag. Ich werde an die alten Tage erinnert, als ich mit meinen Kollegen, den Müller Meier und den Haji Tichtor, so richtig krasse Banküberfälle gemacht habe damals. Und ja, man kann ehrlicherweise nicht viel machen. Das sind meine Kinder. Ich muss für die da sein. Und ich habe gerade ein bisschen nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich werde euch jetzt eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar dafür muss ich mich kurz draußen hinsetzen in meinem Garten. Und dann kann ich euch alles erzählen. Kinder, passt bitte auf euch auf, seid immer auf der Hut, ja? Okay. So, Freunde, ich habe hier sehr viel Geld für diesen Garten hier rausgeblecht. Und ich muss ehrlicherweise sagen, es war eine richtig krasse Zeit, aber das, was gerade heute passiert ist, das war einfach nicht gut. Ich habe das Gefühl, die Polizei wird bald zurückschlagen mit mehr Leuten. Ich muss mit meinen Kindern ehrlich gesagt aufpassen. Kinder, Schokolade, alles okay, mein Sohn? Ja, aber ich habe Angst, falls die dich doch mitnehmen und... Das will ich nicht. Ja, mein Sohn, wie gesagt, dann ist es halt so. Weißt du, wir müssen füreinander da sein. Wenn die Polizei kommt diesmal, dann dürfen wir nicht mehr kämpfen. Dann stellen wir uns einfach, okay? Aber was, wenn wir ins Gefängnis müssen? Ihr müsst weil wir haben die angeschossen. Ja, ihr seid... Chocolata. Mein ältester Sohn ist 12. Und Dürüm, du bist 11 und du bist 10. Ihr werdet nicht ins Gefängnis kommen. Ich will für euch da sein, okay? Ich werde jetzt auf jeden Fall. Wir werden dann versuchen, dich rauszuholen. Nein, Jungs. Kommt mal bitte mit. Ich möchte euch was erzählen. Damals. Okay. Ihr kennt doch die Geschichte mit Müller Meier, ja? Es war mein allerbester Freund. Ich habe ihn über alles geliebt. Und damals wurde er leider erschossen von der Polizei, weil wir waren gerade einen Banküberfall machen. Wir sind gerade an der Bank vorbeigefahren. Dann haben wir eine Runde umgedreht, dann sind wir zum Parkplatz, haben unsere Masken aufgezogen, sind wir in die Bank einmarschiert und auf einmal sehen wir, dass die Bank voll mit Polizisten sind. Dann wollten wir eine Bank ausrauben mit vollen Polizisten. Wir sind natürlich wieder zurückgerannt, als uns 1000 Polizisten bevorstanden, aber Müller Meier, der hat nichts mehr gecheckt. Der ist ausgerastet, der hat alle Polizisten angeschossen, dann wurde er ins Herz geschossen und war sofort tot und ich habe meinen Freund leider nie wieder gesehen, Mann. Ich liebe ihn. Oh, Jungs, nein. Hört ihr das auch? Hört ihr das auch? Ja. Ist irgendwo ein Auto unterwegs, da vorne ist ein Auto. Jungs, ich muss euch verstecken, kommt mal bitte mit. Kommt rein. Kinder, schnell. Ich habe eine Reservemunition. Jungs. Papa, ich habe Angst. Versteckt euch hier rein, okay? Versteckt euch hier. Okay. Versteckt euch hier. Egal, was passiert, ihr kommt hier nicht raus, meine Kinder. Ich liebe euch über alles, okay? Geht rein. Okay. Egal, was passiert, ihr bleibt hier drin. Auch wenn ich in 10 Jahren im Gefängnis bin. Ihr bleibt hier drin. Ich werde euch... Tschüss, Kinder. Ja, hallo? Hallo. Hände hoch.
Ich weiß. Dass sie uns anschießen. Es tut mir leid, was ich gemacht habe. Ich weiß, es war nicht korrekt. Ich komme mit, ich kooperiere. Ich mache alles, was sie sagen. Meine Kinder sind jetzt mittlerweile bei ihrer Mutter. Darüber müssen sie sich keine Sorgen mehr machen, ja? Die zwei Beamten durchsuchen die das Haus. Die Kinder haben auch geschossen. Okay, ja gut, dann durchsuchen die das halt, das Haus. Aber ihr werdet die Kinder nicht finden. Die Kinder sind nicht in dem Haus. Die Kinder sind nicht im Haus. Ich hoffe, die finden meine Kinder nicht. Bitte, 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 oh Gott, bitte, die sollen die nicht finden. Bitte. Hallo, wer seid ihr denn hier? Nein, stopp. Alle raus. Chocolata, komm hinter mir. Lass bitte meine Kinder in Ruhe. Die haben nichts gemacht, bitte. Lassen Sie ihn, bitte. Ich kenne die schon an die Wand. Die haben nichts gemacht. Lass meine Kinder in Ruhe, habt ihr verstanden? Wenn ihr meine Kinder anfasst, werde ich euch eigenhändig töten. Wir werden sie nicht anfassen. Okay. Wir werden nichts tun, solange du kooperierst. Ich kooperiere, mein Sohn. Ich mein Polizist. Okay. Ja? Ihr kommt wahrscheinlich ins Heim, wenn euer Vater nämlich ins Gefängnis kommt. Ey, Waffe runter. Nein, wir wollen ja zu Hause bleiben. Nein, stopp. Lass mich bitte mit meinen Kindern reden, okay? Ich weiß. Mein Sohn. Dürüm, Digga. Nein, Frikadelle, hör auf. Ich kann das nicht mehr. Schrolata, chill mal ein bisschen, Mann. Ich hab euch doch diese Geschichten von Maya und so erzählt. Wollt ihr, dass ich sterbe? Ihr müsst jetzt stark bleiben. Haltet bitte durch. Ihr werdet es durchhalten, habt ihr verstanden? Ihr macht es schon. Bleibt bitte hier im Haus. Eure Mutter wird ab und zu bei euch vorbeikommen, um euch zu schauen, ob alles passt. Aber Papa, wir wollen nicht ins Heim. Wir wollen nicht ins Heim. Genau. Ich hab eine Bitte an Sie, Herr Polizisten. Ich möchte, dass Chocolata, mein ältester Sohn, mein Anwalt wird. Geht das klar? Nein. Insofern kann man kein Anwalt sein. Doch, bitte. Ich will, dass mein Sohn mein Anwalt ist. Sonst komme ich nicht ins Gefängnis. Sonst töte ich mich selber. Euer Sohn kommt ins Jugend. Der wird nicht in das Jugendamt kommen, weil das ganze Haus denen gehört und meine Mutter bzw. meine Frau auch hier ab und zu vorbeischauen wird. Bitte bringt mich jetzt zur Polizeistelle. Ich hab keine Lust mehr. Steigen Sie ein. Tschüss, Kinder, ich liebe euch, Mann. Ich werde euch vermissen. Ich auch, Papa. Kinder, Mann, ich liebe euch. Ich vermisse weg. Euch, Mann. Bitte passt auf euch auf, macht keine Kacke. Ich liebe euch. Ich auch, Papa. Oh, Mann, meine Kinder, ey. Alter, was bist du denn für ein Polizist? Wie fährst du denn? Fährst nicht mal auf der Straße, Mann. Seien Sie leise. Fahren Sie doch bitte auf der Spur. Ich möchte im Gefängnis, wenn dann sterben und nicht bevor ich im Gefängnis bin. Oh Gott, was ist das für ein Polizist, Mann? Oh Gott, sie fahren ja die kompletten Berge hoch. Was soll denn das denn? Staghfirullah, ich will doch nicht sterben, Mann. Bitte lassen Sie... Ja, nichts machen. Oh Gott, was geht ab? Oh mein Gott. Ja, Freunde, wir werden jetzt auf jeden Fall aussteigen. Ja, Herr Direktor. Ich weiß, ich muss jetzt ins Gefängnis, aber eine Bitte habe ich noch, okay? Schießen Sie los. Ich hab Angst. Ich tut mir leid, bitte. Ich entschuldige mich für alles, was ich gemacht habe. Kann ich bitte freigelassen werden? Es tut uns leid, das sind die Regeln. Eine kleine Entschuldigung reicht. Ja, okay. Ist das das Gefängnis oder was? Ja, wir müssen hier 10 Jahre leben. Ja, okay. Ja, gut. Wir werden bewaffnet von den zwei Polizisten. Ja. Oh Mann, das ist mein Zimmer, Alter. Was ist das für Insassen? Schaut den mal an. Das ist ja No-Skin, Mann. Staghfirullah. Ja, okay. Ja, okay, dann bleibe ich jetzt hier. Tschüss, danke für eure Hilfe. Ich muss die Waffen abgeben, weil ich habe euch geholfen. Warte mal, was, Freunde? Der hat denen geholfen? Schaut mal. Wir hatten doch einen Deal. Ich bekomme ein Jahr weniger, oder nicht? Ja, doch. Danke für die Hilfe. Geht die Waffen. Ja, wow, gut. Freunde, wie krass ist das denn? Der hat denen geholfen beim Überfall gegenüber mir und jetzt haben die... Oha. Also wie gesagt, ich gehe ein bisschen nach oben, ich muss an die frische Luft, weil mir macht das ziemlich... Halt! Was ist denn los? Ich brauche nochmal Papier, Sie müssen Papier ausfüllen. Ja, mach ich. Nee, ich ziehe hin, Mann. Ihre Zelle und geben Sie Wohnort und sowas. Ja, okay, hier Wohnort, Retail Row, an der gelben Straße Nummer 3, Postanschrift... Die Chocolata-Familie, mehr müsst ihr nicht wissen, Telefonnummer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall alles ausgefüllt und jetzt kann ich im Gefängnis mich auslaufen, ja? Weil ich würde gerne ein bisschen Sachen lernen.
Freunde, ich habe das Gefühl, das sind so übelst die dummen Polizisten. Ich versuche einfach mal gleich auszubrechen. Hey, hier ist hier die Tür offen, Digga. Wie dumm sind die denn? Ey, hier kann man hier einfach rauslaufen. Was ist das für ein Gefängnis? Hallo, was machst du da? Ey, komm, lass weg, Digga. Steig ein, schnell. Ja. Digga, die sind so dumm, ne? Die wissen einfach nicht, dass wir weg sind. Haha, Digga, die sind so dumm. Was ist das für ein Gefängnis, Digga? Es tut mir leid, dass ich sie verraten habe, aber ich hatte ein Jahr weniger bekommen. Ach, kein Problem, Bro. Jetzt bist du komplett frei, Digga. Danke. Ey, warte mal, ich muss ein bisschen gescheit fahren. Ich hole jetzt erstmal meine Kinder ab. Bitte, du musst aussteigen, okay? Du bist jetzt ab jetzt ein freier Mann. Geh weg. Weg. Tschüss. Kinder, Papa ist wieder da. Papa. Steigt ein. Kommt, Kinder. Wir werden auf jeden Fall umziehen. Ich muss jetzt kurz zum Tresor die wichtigsten Sachen mitnehmen. Bleibt da, wir fahren gleich los. Freunde, ich muss jetzt auf jeden Fall hier das ganze Geld mitnehmen, was ich hier versteckt habe über all die Jahre. Hier ist mein Tresor. Oh ja, Mann, die Batzen haben mich jetzt rausgeholt. Geil, Alter. Schlüssel. Ich werde jetzt das Haus abschließen. So, perfekt. Kinder, jetzt machen wir auf jeden Fall einen kleinen Ausflug. Wir fahren in das Nimmerland. Wir kommen da nie wieder weg. Okay, Papa. Was machen Sie hier? Was machen Sie hier, Mann? Ist es Ihr Ernst? Ich habe keine Familie mehr und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Willst du mein Sohn werden? Ja. Dann fahr mir einfach gerne hier mit dem Auto hinterher, okay? Fahr einfach mit dem Auto mir hinterher. Ah, okay. Jo, bis dann gleich. Ey, auf jeden Fall, Kinder, wir haben jetzt einen neuen in der Familie. Das ist auch so übelst der Verbrecher und so. Richtig geil. Und ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall zu unserem neuen Haus. Ich habe keinen Tank mehr. Nein. Warte, wo ist unser... Ah, unser Sohn ist ja schon da. Jungs, Kinder, komm, steigt ein. Perfekt. Okay. Chocolata, du musst zu Fuß. Du musst zu Fuß, okay? Warum ich? Es tut mir leid, Chocolata. Du musst hart werden. Oh. Oha, Digga. Fahr einfach der Straße. Ich kann nicht fahren. Bitte fahren Sie. Ich kann das nicht. Okay, bitte dann fahr ich. So, steig ein. Chocolata, es tut mir leid, Mann, aber du musst jetzt auf jeden Fall die Spur bis zu uns laufen, ja? Lauf einfach, okay, ich spuck einfach die ganze Zeit auf die Straße. Okay. Dann siehst du das schon. So, okay. Freunde, auf jeden Fall, wir sind jetzt schon ziemlich weit. Perfekt, wir kommen hier sehr gut an. Also, das wird die neue Stadt sein, in der wir leben. Wir müssen jetzt auf jeden Fall zum Notar und ein neues Haus kaufen. Ich habe hier noch ziemlich viel Geld dabei. Kinder, in diesem Sinne, sucht euch einfach hier in der Stadt ein geiles Haus aus. Ich komme gleich wieder, ja? Bis gleich, tschüss. Tschüss. Ja, meine Freunde, ich schwör's euch, das war einfach übelst geil, dieses Video aufzunehmen. Falls es euch auch so gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert, weil dann wäre das halt geil, dann könnt ihr jeden Tag die Videos und so anschauen. In diesem Sinne, lasst auch auf jeden Fall eine Glocke da. Ganz wichtig, tragt meinen Creator-Code ein, ich würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, ganz viel Spaß bei den anderen Videos, wir sehen uns dann morgen. Und checkt auf jeden Fall meinen Zweitkanal ab, denn da habe ich jetzt angefangen, jeden Tag ein Reaction-Video hochzuladen von Fortnite-Fails etc. Ich möchte jetzt eigentlich auch bald wieder Videos machen, wie Leute in meinen OG-Clan kommen. In diesem Sinne, habt ganz viel Spaß und lasst ein Like da. Ciao, ciao.